Also, der Luis hat mal angefangen hier von wegen, also über der René halt, Fortnite. Und dann ein paar andere aus der Community, ein Mod von mir und noch einer. Und dann meinte, komm, lass mal Fortnite spielen. Ich sag, was soll ich mit so einem Kinderspiel? Ja, und dann habe ich mich einfach mal an die Xbox gesetzt, mit dem Controller einfach mal, jo. Und es war lustig, es hat Spaß gemacht. Ja, also die Leute, die dabei sind, die machen es halt lustig. Aber es war auch relativ einfach zu spielen. Ne, so ein Kram wie Call of Duty oder so, das kann ich gar nicht. Aber das funktioniert. Ja, und dann kam René mal rein. Oder erst Luis, dann irgendwann noch René. Und geil. Haben wir echt Spaß. Macht Laune. Hat er früher oft Weekend League. Also, okay. Seit das Bauen nicht mehr drin ist, finde ich Fortnite nicht mehr so. Ja, Bauen ist ja noch drin, aber wir spielen null Bauen, weil ich kann das nicht. Das ist mir alles zu viel. Ja, wir machen das null Bauen und dann gib ihm. Ist ganz lustig tatsächlich. Genau, was ist das? Ich wollte es gerade sagen. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen in der Welt und weiß nicht, wie ich da interagieren kann. Kann ich die dingsen? Nee. Weil mir ist schon klar, dass ich mich da irgendwie dranhängen muss, um da rumzuhangeln. Macht ja auch Sinn. Aber irgendwie kann das meine Figur noch nicht. Ja, wir haben es auch schon, ja, ich glaube 4 Wochen oder so, bestimmt schon. Oder 5 Wochen tatsächlich, kein Fortnite gezockt. Weil wie gesagt, sonntags habe ich noch meine Probleme. Haben dann vor 4 Wochen Helldivers 2 mal ausprobiert. Und das ist ja schon geil, ne? Chaos wie Sau, aber ist schon geil. Macht Laune, mit den richtigen Leuten natürlich. Also das wollen wir als nächstes mal wieder in Angriff nehmen. An einem Sonntag. Aber ich weiß halt nicht wann, ne? Kann der immer schlecht planen. Jetzt am Wochenende habe ich wieder meinen Sohn zu Besuch. Ne? Also ich bin geschieden, ne? hab einen Sohn. Und ja, da power ich mich dann immer so aus, dass ich nur ganz schwer an den Stream komme. Und wenn er nicht da ist, habe ich halt die Psyche kaputt im Moment. Borderlands. Ich weiß nicht, jeder will Borderlands zocken, aber ich habe Teil 1 habe ich gespielt auf der 360 damals, also der Xbox 360. Ich sag mal so 5-6 Stunden vielleicht. War nicht so mein Fall, keine Ahnung. Mein Vater hat das auch gezockt, ne? Teil 1 und Teil 2 und oh, super geil, bla bla bla. Aber ich weiß nicht. Das Telltale Game, das habe ich gern gespielt. Das war cool. Sehr lustig. Und dann Borderlands 3 ist, glaube ich, das aktuelle, ne? Das habe ich bei meinem Cousin gesehen. Ne, so geht's nicht. Macht einen coolen Eindruck, absolut. Aber das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das im Game Pass drin ist. So, scheiße, wenn ich jetzt wüsste, wie man die Dinger hier benutzt, ne? Die Teile. Hier mal üben, irgendwie. Oh ja, guck. So. Auf was bist du unterwegs? Xbox, PlayStation, PC? Bleib wachsam. Bleib zusammen. Der Jedi hat rumgeschnüffelt. Und ich lasse ihn nicht durch. Ich ziele. Ich dachte, er wäre eine Scheibe. Hörst du auf? Mir läufst du nicht davon. Ich muss so einen alten Mann schlagen. Toffel, moin moin. Na, wie ist die Lage? Hoppala, hoppala. Ziel ist verwundbar. Du bist verwundbar. Ich geb dir verwundbar. Haha. Hey. Da
Das motiviert mich nur. Die Hardcore-Seiten sind vorbei, aber meist PS5. Ah ja, PS5. Okay. Ja, bei mir ist es auch mittlerweile so. Also ich zocke seit meinem 5. Lebensjahr, das sind jetzt 39 Jahre. Also privat spiele ich gar nicht mehr, nur noch im Stream. Nur noch im Stream. Also ich habe schon vor längerem eigentlich aufgehört, so wirklich zu zocken. Aber hier durch das Streamen hat sich das dann so entwickelt, irgendwie. Ja. Krieg ich die Scheibe kaputt? So nicht. Alter, was ist das denn jetzt? Oh, meine. Ah, WoW. An WoW habe ich mich tatsächlich nie rangetraut. Weil, ich könnte mir vorstellen, dass es mir dann geht wie vielen meiner Freunde, dass ich da... Oh Gott. Jetzt sehe ich es gerade. Muss da hinschmeißen. Dieses Suchtpotenzial halt, ne? Das ist gefährlich. Haha. Hat geklappt. Aber soll ich die Tüte aufkriegen? Kann ich da rum? Oh shit. Ja, Final Fantasy, super geil. Ich habe sogar letzte Woche überlegt, das 15er nochmal zu zocken. Also ich habe das schon dreimal durchgezockt, aber es ist einfach geil. Und ich habe halt im Dezember habe ich mir diesen Gaming-PC geholt. Und das wäre mal eine geile Erfahrung. Oh shit, ich verliere die Kugel hier. Das ist nicht gut. Aber ich habe die Disc-Version für die Xbox. Kann ich leider nicht hier auf dem PC zocken. Ärgerlich. Notenschnitt von 2 auf 4. Ja, genau. Genau, das ist das Problem. Das ist wirklich ein Problem. Ist er noch da? Oh, wo ist denn hingerollt? Komm, BD1, mach auf. Auf dem Ding steht groß dein Name drauf. Hacken. Ah, ist wahrscheinlich hier runtergerollt. Okay. Warte, gehen wir erstmal hier. Einsammeln. Toffelino, so ruhig. Was ist los? Gar nicht angeklopft. Das Eindämmungssystem hat versagt. Entdeckung. Okay. Dann machen wir das so. Müssen wir die Kugel da runterschmeißen. Dann können wir sie hier greifen und können dann hier wieder raus. Ach, alles gut soweit. Diesen Monat schaffe ich 6000 Kilometer. Ehrlich? Alter. Wahnsinn. Und dann nochmal den Durchschnittsverbrauch checken. Da bin ich gespannt, Alter. Da bin ich gespannt. Das ist ja der Wahnsinn bei deinem Auto. So. Dann diesen hier. Vorsichtig. Schnell da rein. Komm, komm, komm. Now, Forest. Oh, na, wie dumm. Oh, da ist er. Oh, das ist nett, liebes EA-Team. EA Games. All diese Geräte auf Kaukau, wurden sie hier hergestellt? So, hab heute meinst du das Gerät, das wir Verantwortung in für mein erstes Projekt bekommen. Es sind insgesamt 3000 Sondiermeter. Oder BD? Wow. Nee, nicht privat. Beides kombiniert. Ah ja, okay, okay. Der Roller hat schon knapp 15.000 Kilometer. Alter, wie lange hast du denn jetzt? 4 Monate? 5 Monate? Hammer. Was? Untersuchen? Es ist mit Kobo-Materie geflutet. Sollte man sich ansehen, oder? Kobo oder Hobo? Oh.
Dann müssen wir wieder hier dingsen. Ching. Lunte legen. Jawoll. Burn, Baby, burn. Letztes Jahr Oktober schon. Alter, das kann doch nicht sein. Vergeht die Zeit so schnell, sag mal. Das gibt's doch nicht. Warum denkst du, wechsle ich alle 2 Jahre das Leasing-Auto? Ich komme mit den Kilometern sonst immer nicht 100% hin. Ja, 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 ja. Jetzt kann ich's verstehen, ja, auf jeden Fall. Oh, am Samstag habe ich Termin bei Hyundai. Mal über die Finanzierung sprechen. Ich habe die ja erreicht dann letztendlich mal, ne, bei Hyundai Finance. Und auch extra die Abteilung für... Oh, das war knapp. Extra die Abteilung für Ratenreduzierung oder Aussetzung. Und da sagt er zu mir, also ich habe das alles erklärt. Und sagt er, ja, schön und gut, aber dann müssen Sie eine E-Mail schicken. Ich sage, ja, warum sagen Sie das nicht gleich? Ah ja, lass uns nachsehen, was hätte man sich ja denken können. Ich sage, nee, wenn ich am Hörer bin und drücke dann die Taste für Ratenreduzierung. Oh. Was hast du entdeckt? Oder Aussetzung, gehe ich davon aus, dass ihr mir helfen könnt. Nee, wir müssen eine E-Mail schicken. Ja, dann habe ich eine E-Mail geschickt. Eine sehr ausführliche. Und... Soll ich da nochmal reingehen? Mal gucken. Ja, da ist was. Und dann ruft ihr mich an und sagt, ah, ja, ja, ich verstehe das alles, tut mir voll leid. Aber... Dann müssen sie ins Autohaus gehen. Wir können dann, also die hätte schon was tun können. Die hätte die Rate reduzieren oder aussetzen können, bis zu 6 Monate. Aber nicht dann mit Laufzeitverlängerung, sondern dann alle weiteren Raten sind dann erhöht. Ich habe gesagt, ja, das bringt mir ja gar nichts. Ah ja, dann gehen sie ins Autohaus und finanzieren neu. Das geht. Ergebt euch. Hey, probier ich. Und gemeinsam werden wir dem Verkäufer eine WhatsApp geschickt, vorgestern. Kommt mit mir. Ob er Samstag im Geschäft ist. Ist ja gerade über die Straße. Zu spät. Und, so viel Verzweiflung, Centauri. Ja, gehe ich dann hin am Samstag und gucken, was passiert. Tenelor. Ja, danke, Doril. Danke, danke. Euch entgleitet. Meine Verzweiflung, das muss funktionieren. Euch. Das ist wirklich die letzte durch Möglichkeit. Tenelor habt ihr euch verändert. Das muss einfach funktionieren. Das gleiche gilt für euch. Ja, Wohnung finde ich keine. Geht mir aus dem keine Weg. Günstigere. Nein. Ich glaube, das letzte, allerletzte Ding, was noch funktionieren würde, wäre eine Privatinsolvenz. Aber das will ich auf gar keinen Fall. Nur weil ich jetzt mal hier ein paar schlechte Monate habe, gleich so einen drastischen Schritt zu nehmen. Ne, auf gar keinen Fall. Ein Sanitätsdruide, schnell! Auf gar keinen Fall. Und bereitet einen Bagdad-Tank vor. Das machen wir nicht. Was hast du gefunden? Ja. Technologie der Hohen Republik. Funktioniert mit meinem Greifhaken. Das könnte uns helfen, am Turm hochzuklettern. Verbessere das Kletterkabel. Halt und lasse dann LT los und ich an Balance. Aha. Endlich. Endlich wissen wir, was wir mit dem Balance anstellen können. Leuchtet da was? Nee, Spiegelung. Probieren wir es mal aus. Halte LT, um einen Ballon zu greifen. Ah! Ah! Es funktioniert. Wird mir direkt weitergeschossen. Coole Sache. Da hoch? Okay. Warte mal. Kann ich dann einfach hier rum? Ah! Oh, wie geil. Okay.
Man hätte vielleicht vorher gucken sollen, wo man hin muss, aber jetzt wissen wir, wie es geht. So, hier ist nämlich ein schönes Gitter und Hüpf. Ja, geil. Da waren ja so viele Kletterpassagen, wo man über diese Ballons musste. Wo ich nicht wusste, wie es funktioniert. Da können wir richtig schön krabbeln im zweiten Durchgang, wenn ich den überhaupt online mache. Vielleicht wäre das mal wieder was, wo ich offline mache. Damit wir im Stream dann das nächste Spiel starten können. So, wohin? Oh, man kann sogar... Ne, nur die Richtung. Oh, oh. Okay. An dem Geräusch dachte ich mir schon, dass das nicht ewig geht. Aber cool. Gehäuse Modell 13. Ja, nice. Kurz die Lage checken. Okay. Wir können... Da komme ich doch am Leben nicht dran. Alter, wo soll ich denn da lang hüpfen? Warte mal. Dem kann ich mich nicht hochschießen. Aber ich muss hier... lang. Ich könnte höchstens versuchen. Kurz checken. Oh, und da drüben ist Kletterpartie. Okay. Da war eine Wand zum Klettern. Bist du dir sicher? Ja, also hier diese Plattform, das sind die, wo ich entlang rennen kann. Das heißt, ich müsste quasi mich von dem einen Ballon, von dem vielleicht, da hochschießen. Oder von dem zu dem. Ne, hochschießen geht, glaube ich, nicht, ne? Ich kann nur rechts und links. Zwischen den Ballons. What? Du meinst das da, jetzt hier gerade vor mir? Ne, das links. Dieses links. Also eine Kletterwand nicht. Aber das sind so Teile, wo ich dran springen kann. Und deswegen denke ich, dass ich entweder von da rüber jumpen muss. Oder ich probiere es einfach mal dahin zu springen, ne? Das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Naja, zum Klettern ist dann nix. Unterziehen kann ich dir auch nicht. Okay, da muss ich irgendwie mit den Ballons... Ja, mit dem geht's ja darüber. Komme ich aber auch nicht weiter, ne? Warte. Komm, ich spring da mal dran. Wir gucken mal. So. Also hochspringen geht nicht. Das ist, der guckt ja nur hoch. Da töte ich mich selbst. Okay. Mal gucken, was passiert. Nee, okay, das geht nicht. Das geht nicht, okay. An den Ballon rüber. Ja. Schon. Aber das ist ja keine Wand hier. Ja, das ist eine Glasscheibe, das sieht nur so aus. Die Schienen, wo da sind, ist wahrscheinlich, um das hier hoch und runter zu machen. Diese Wand. Was ich aber nicht kann. Boah, übel. Was ist eigentlich hier? Ist das eine Tür? Nee. Das wär's jetzt. Einfach die Tür rein. So, weil hier drüben müssen wir auch weiter klettern. Ne? Da geht's dann letztendlich weiter. War da ein Haken? Nee, nur eine Lampe. Da kann ich nicht drauf. Okay. Ich guck mal, was passiert, wenn ich
kann mich da vorbeischießen. So, ja. Dann. Ja, dahin. Also ich muss es mal versuchen. Ah, da war einer. Ja, aber da war hinter der Scheibe, ne? Ist da offen? Ach nee, das ist die, wo ich hergekommen bin. Okay, wie sieht das von hier unten aus? Ah, guck mal hier. Hast du das gemeint? Jawollo, guck an. Guck hier und dann an die Kletterwand hier. Ah. So. Dann können wir nämlich von hier auf den. Da muss ich nicht mehr hin. Oder liegt da was versteckt? Zufällig. Bisschen Loot? Nee. Okay, dann. Gehen wir da lang. Zack. Zack. So, jetzt bloß nicht in den Strahl rein. Fantastico. Oh, bloß nicht so weit. Na komm. Gucken wir, dass wir da oben bleiben. Tadam. Ich bin dein Tod. Kiste! Das können wir nicht hacken. Ah, da müssen wir ein andermal wiederkommen. So. Was ist da unten? Loot? Ah ne, das ist wieder der Anfang. Okay. So, dann können wir jetzt hier weitergehen. So, kurz Lage checken. Tür? Tür. Oh. Das könnte so eine Art Bossfight sein. Da trinken wir mal einen Schluck. So, ziehen nochmal. Und dann geht er los hier. Ravis. Jedi. Thanos. Wieso habt ihr die Anlage aktiviert? Es ist viele Jahre her, seit ich zuletzt einen Jedi tötete. Wieso habt ihr die Anlage... Hab dich verstanden. Vor langer Zeit... Antworte. Ich stecken im Kampf. Er erwarb meine Treue. Wir kämpften Seite an Seite, bis die Jedi ihn verraten haben. Es bedurfte viele deines Ordens, um mich zu besiegen. Und dennoch... entehrten sie mich. Sie verweigerten mir den Kriegertod. Über Jahrhunderte ließen sie mich in einem Käfig verrotten. Und so... Die weißen Speakers, die sehen aus wie, kennt ihr die Otto-Filme? Der Rächer mit dem Becher, wo überall die roten Becher dran hat. Geil. Und doch hat sich nichts geändert. Du bist nach wie vor Dagens Diener. Zeit schmälert keinesfalls meine Loyalität. Ohne einen Kodex dienst du nur dir selbst. Wo ist der Kompass, Ravis? Ich schulde dir gar nichts! Auf der Suche nach dem goldenen Kompass. Wenn du Wissen von mir willst, wirst du dafür kämpfen müssen. Ich hab's befürchtet. Können wir nicht drüber reden? Also oder schnick, schnack, schnuck. Hörst du auf? Hörst du auf?
Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. War aber schnell. Aua. Oh, 3 Minuten bis zur Werbung. Ich beeil mich. Stabil. Darauf habe ich gewartet. Okay. Seit 200 Jahren. Erinnert mich an Callisto-Protokoll. Dann werde ich dich nicht enttäuschen. Komm, Thanos. Ha-hi. Ja, da gebe ich dir recht. Das sah mir jetzt mal zu einfach aus. Oh. Warte mal. Zack. Zeitlupe. Enter the Matrix. Aber ich habe Schwierigkeitsgrad auf leichteste Stufe, ne? Einfach nur für die Story. Also, mache ich mir keine Sorgen. Ihr habt euch bewährt. Da. Wo ist der Kompass? Santarikris Observatorium. Wie Deccan vermutet hatte. Santa Maria. Ich habe den Weg freigemacht. Max Payne Bullet Time, genau. Oh, war das geil, oder? War das geil. Ich habe euch besiegt. Zumindest Teil 1 und Teil 2. Kämpft mit mir. Dann wurde es komisch. Gemeinsam können wir Deccan nicht aber reden. Super. Teil 1 waren die Erfinder von Bullet Time tatsächlich. Nein, hat einen Penis auf dem Rücken. Jedi. Öh. Nach all den Jahrhunderten träume ich noch immer von Tenelor. Story war super. Ich hatte gehofft, es die Albtraumsequenzen, wenn er ins Haus ist, zu seiner Tochter ins Zimmer. Alter, die waren so geil. Stehe ich total drauf. Ravis. Seitdem liebe ich Remedy. Die machen so geile Spiele. Euch im Weg. Ihr müsst das nicht tun. Nur einer von euch wird Tenelor erreichen. Jedi. 25 Sekunden bis zur Werbung. Ich sage nur. Mir meinen Kriegertod. Als Abonnent hat man keine Werbung. Prime Subs sind kostenlos. Schnell. Okay, gutes Timing. Ja, irgendwie muss man die Leute animieren. Werbung. Ach was. Vielen Dank, Toffel. Vielen Dank. Sehr geil. So gut. So gut. Wir sind eine ganz nette Community. Das ist so geil. Das hat Toffel schon 21 Subs verschenkt, ne? Junge, Junge, Junge. Genau. Gegen die Werbung. Ich muss halt, also ich muss nicht. Ich habe ja einen Werbungsmanager, ne? Ich kann einstellen, wie viel Werbung wann läuft und so weiter. Aber, also ich habe das jetzt so eingestellt, keine Werbung vorm Stream, dafür alle Stunde für 3 Minuten Werbung. Nur so habe ich die Möglichkeit, 55% der Werbeeinnahmen zu kriegen. Ansonsten sind es 33%. Und glaub mir, Werbeeinnahmen ist nicht viel. Dazu brauchst du viele, viele Zuschauer, damit sich das irgendwie rechnet. Von daher muss ich es so laufen lassen. Alter. Rüber, rüber. Verstanden. Wir warten auf dich, Kleiner. Oh. Oh, nee.
denn? Was ist denn hier los? Zeus, gibt's ja gar nicht. Lebst du auch noch? Einen wunderschönen guten Abend. Ja, danke, danke. So will ich es so. Alles gut, lass mir den Spaß, neuen Leuten ein Abo gegen die Werbung zu geben. Jawollo. Genau. Na, Zeus, was geht? Ja, trinken, hast recht. Trinkwärter in the house. Ist ein bisschen zu kurz gekommen. Gebe ich zu, mache ich gleich. Ja, Zeus, wir müssen auch mal Sea of Thieves weitermachen, ne? Die Monkey Island Story. Vielleicht hatte Ravens recht. Ich weiß, sonntags ist momentan schwierig. Unter der Woche ist zu lang, ne? Für die Missionen. Muss man sich irgendwas einfallen lassen. Von dem, was wir tun. Mach dir keine Sorgen. Danke. Ah, der Knopf hängt die ganze Zeit. Sliden. So. Ich bin die nächsten Tage nicht da. Ich habe endlich Urlaub. Oh, geil. Sehr geil. Geht's irgendwo hin? Zur Oma oder so? Oder an die Nordsee? Ja, trinken. Oh, wir können das eigentlich... Läuft die Werbung noch? Nee. Ah, komm, wir laufen. Wie war das? Ah, nee, wir haben eine Abkürzung freigeschaltet. Zeus, geh mehr arbeiten. Wir brauchen Rente. Jawohl. Unsere Rente ist gefährdet. Mach Überstunden. Warte, bin ich hier richtig? Ja. Hui. Hui. Ja. Könnt ihr zum Schiff, oder? Ja. Alles erledigt. Jupp, langes Wochenende bei Oma, aber nicht zur Nordsee. Ich hab die... Achso, ja, ja, stimmt. Stimmt. Für dich ist ja... die Nordsee das Nächste. Ja, aber geil. Ab zur Oma. Was macht's Autofahren? Kriegst du es hin? Oder besser hin? Bist du von einem Blaster? Hol dir ein Trostpflaster. Komm zum Heil und Salon. Jetzt auf dem zerstörten Mond. Hey, sieh an, er ist nicht tot. Wie geht's dir, Kleiner? Kerl. Hast du etwa ins Feuerwanzennest gestochen? Ravis ist tot. Ne, Zeus, du wirst Probleme kriegen mit Rente. Okay, lass mich raten. Guck dir doch die letzte Generation an. Ja, ich denke schon. Bloß nicht freitags arbeiten. Jetpack. Kannst du mir hier mal helfen? Du hast dann noch 45 Jahre Arbeit vor dir. Bis dahin gibt's nur noch 3 Tage arbeiten und was weiß ich, wenn es dann Deutschland überhaupt noch gibt. Das wird interessant. Also wir haben es ja bald geschafft, ne? Noch 25 Jahre bei mir, dann bin ich in Rente. Spätestens dann hau ich ab, ey. Ab nach Madeira. Schönes Wetter. Aber deine Zukunft ist ungewiss. Ja, stimmt. 2054. Sehen wir es uns an. Lange, ne? Das ist noch lange. 30 Jahre ist noch lange. Na gut, das habe ich nächstes Jahr. Was? Das? Na gut, dass ich ab nächstes Jahr anfange zu investieren. Oh. Investieren. Auch da sehr vorsichtig sein.
Die Wirtschaft ist nicht stabil. Das kann noch ziemlich in die Hose gehen mit Riester-Renten, mit Altersvorsorgen, die ganzen Kram. Weißt du, da steht überall drin, Rückkaufswert und so weiter. Du kriegst sie aber nicht zurück. Das müssen die nur ausweisen. Aber es ist nicht so, dass du kündigst und du kriegst die Kohle wieder oder so. Du musst es dann durchziehen bis zu dem Punkt, wo du es angibst, ne? Rentenantritt meistens. Und da mal gucken, ob der Staat überhaupt noch Geld hat. Weil die Riester-Rente wird ja von den Steuerzahlern bezahlt. Wenige Leute gehen arbeiten, bla bla bla. So, zumindest in einem Vorort, der dir eine Summe garantiert. Auch wenn kaum gewinnt. Ich brauche einen Moment. Ja, ist eine bessere Alternative. Definitiv. Definitiv. Gibt es bei der WWK gibt so ein Modell. Das habe ich auch schon eine Weile. Da kriegt man sogar auch einen guten garantierten Zins. Von 6%, Alter, das muss man vorstellen. Das kriegst du nirgendwo. Aber trotzdem, ich glaube, das lohnt sich nicht mehr für mich. Ich habe damit zu spät angefangen. Was interagiere mit dem Holotisch? Habe ich doch schon. Was ist Holotisch? Genau. Wanderst du aus? Ja. Ja. Ist geil. Du grübelst. Ich habe ja auch fast zwei Jahre in Australien gelebt. Ganz andere Welt. Da funktioniert es einfach. Das ist toll. Ich bin nur aufmerksam. Und wie gesagt, Madeira kennengelernt, ne, durch Videos und Kram. Auf den zerstörten Mond. Da hätte ich schon Bock drauf. Sah ich, wie der ganze das ganze Jahr zwischen 20 und 25 Grad. Das ist genau die Temperatur, die ich brauche. Alles, was höher ist, ist mir zu warm. Erinnert mich an meinen Kampf gegen das Imperium. Und was niedriger ist, Jahren. Geht. Natürlich. Bin ja an der Nordsee aufgewachsen, da ist man die Kälte gewohnt. Ich möchte einfach nicht wie er enden. Ja, Australien. Habe ich das noch nicht erzählt? 91 nach Australien ausgewandert. Du bist ziemlich stur. Und doch ist es nicht Ehrgeiz, der dich antreibt. So anderthalb Jahre ungefähr in Australien gelebt. Dann wieder nach Deutschland. Oder wollten wieder nach Deutschland. Zwischenstopp in Kuala Lumpur. Und dann war auf einmal Flugverbot wegen Golfkrieg. Und dann haben wir da 6 Wochen in Kuala Lumpur festgehangen. Das war nicht schön. Gar nicht schön. Aber dann, nicht so einfach aus einem gemeinsamen Traum. Ab nach Deutschland und dann hier in die Pfalz. Treibt dich das um? Seitdem bin ich hier gefangen. Selbst zu verlieren? Island wäre deins. Nach Reykjavik. Ja, Island ist wirklich wunderschön, ne? Ist wirklich geil. Aber so wettertechnisch würde ich es dann nicht so lange aushalten, glaube ich. Solltest du je vom Weg abkommen? Also, du weißt es ja noch gar nicht. Ich bin an der Nordsee aufgewachsen, ne, auf der Insel Borkum. Zurück. Da hast du dann halt heiße Sommer mit frischer Brise, was super angenehm ist. Nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und im Winter ist halt scheiße kalt, ne? Scheiße kalt, wenn der ganze Wind halt von der See dann halt auf die Insel fegt. Das ist übel. Das ist übel. Ja, und hier in der Pfalz ist mir das zu warm, zu schwül, zu stickig. Ist nicht meine Welt. Ist nicht meine Welt. Also spätestens mit Renten ein Eintritt. Weg.